Smarana, ihr Lieben, ich hoffe, es geht euch gut. Ich war in der Sonne und habe mir einen Sonnenbrand geholt. Ich weiß auch nicht, dass mir sowas passiert, aber ich war einfach so gedankenlos und habe mich so wohl gefühlt und es war ja die ganze Zeit noch nicht richtig warm. Ja, jetzt habe ich also die Quittung. Ich hoffe, ihr passt mehr auf euch auf, als wie ich auf mich. Und jetzt auch in dieser Sendung werden wir für mich etwas ganz Wichtiges ergründen, denn die Ergebnisse, die ich bekommen habe, indem ich mich mit der geistigen Welt unterhalten habe, das muss ich euch unbedingt mitteilen. Und zwar geht es um die Matrix, um die Beeinflussung unserer Matrix. Wie, inwieweit seid ihr da drin gefangen schon oder inwieweit seid ihr noch frei davon? Frei, frei, frei. Es geht um diesen freien Willen, wer seinen eigenen freien Willen behalten hat. Wer Nein sagt und wer Ja sagt, das ist diese Inszenierung, welche jetzt schon seit einem Jahr oder ja, ne, letztes Jahr hat es begonnen, vorangetrieben wird. Und es gab auch mal einen Satz, der wurde in der Regierung gesagt, das Leben nach der C-Zeit wird ganz anders sein als zuvor. Dieser Satz, den kann man in vieler Hinsicht deuten. Wenn ich jetzt mal so denke, wie die Gegenseite denkt, und ich muss dazu sagen, die Gegenseite ist sehr schlau. Ja, also die Gegenseite sind die Machthaber, die Menschen, die am meisten an den anderen Menschen verdienen, welche die Menschen dazu bringen möchten, nur noch Konsumgüter, nur noch zu konsumieren, materialistisch zu sein. Und dadurch alles unter Kontrolle zu haben, das ist die Gegenseite, die nicht zulässt, dass die Menschen eine Seele haben und sich spirituell weiterbilden, die die Menschen dazu bringen möchten, dass sie sich ihre Fähigkeiten gar nicht bewusst sind und geschweige denn diese auszubauen. Also die Gegenseite ist sehr schlau und was ich auch noch festgestellt habe, sie steigt mit uns auf. Sie passt sich also der allgemeinen Entwicklung in Bezug auf das Erwachen an. Und das ist sehr gefährlich. Denn darüber, und das haben wir jetzt erlebt die letzten 2 Jahre, sage ich mal, inklusive diesem Jahr, sie greift jetzt auf der Ebene, auf der geistigen Ebene an, in der Freiheit, um die Menschen dazu zu bringen, die Freiheit aufzugeben. Denn wenn du die Freiheit aufgibst, bist du ja steuerbar. Dann kann jeder mit dir machen, was er möchte. Du hast keinen Willen mehr. Du bist total in der Angst und denkst, ja, das, was die Gegenseite sagt, ist alles gut. Dieses Vertrauen, was die Menschen in die Regierungen haben, das verstehe ich ehrlich gesagt gar nicht. Ich verstehe es absolut nicht. Denn es hat sich schon so oft bewiesen, dass alles, was versprochen wird, dass das meistens nicht eingehalten wird. Ja, und es hat sich schon so oft bewiesen, dass da so viele Lügen auch uns aufgetischt werden. Und dennoch verfallen die Menschen in dieses falsche Vertrauen für mich. Das ist alles für mich. Ihr müsst selbst für euch prüfen, ob das auch für euch zutrifft. Aber was ich euch noch erzählen werde, wegen diesem digitalen Peakspass, das ist haaresträubend. Ich verwende extra gerne nicht die offiziellen Worte, weil dann mein Video auf YouTube als nicht gefährlich eingestuft wird. Sobald man diese Worte verwendet, so wie sie allgemein für das Pieksen genommen werden, fällt man durch so ein Raster und wird als gefährlich eingestuft. Deswegen, ich hatte bei dem anderen Video, wo es um die Piekserei ging, haben es viele nicht verstanden, ihr Lieben. Das hat alles einen Grund und liegt mir überhaupt nicht nahe, diese Dinge zu verniedlichen. Nur damit ihr versteht, wie ich denke. Der digitale Piekspass stellt für mich ein großes Kontrollsystem dar, und zwar soll nicht dient, es ist nur der Vorwand, um zu prüfen, wer gepiekst wurde. Das ist nur ein Vorwand. Denn man kann ja auf Knopfdruck praktisch prüfen, wer wurde nicht gepiekst. Fast wäre es rausgerutscht. Wer wurde nicht gepiekst?
Und jetzt die Schlussfolgerung. Wer sind denn diese Menschen, die sich nicht pieksen lassen? Sind es die Ja-Sager oder die Nein-Sager? Genau, es sind die Neinsager. Es sind die Menschen, die sich auf dem Weg des Erwachens befinden. Das heißt, die erwachten Menschen kann man so ganz perfekt herausfiltern aus der großen Masse der Schlafenden. Hat man tatsächlich dann auf Knopfdruck so viel Prozent sind erwacht, so viele noch nicht. Das ist die eine Sache. Dann, weil die Gegenseite ist ja echt schlau und intelligent, ja. Sie steigt ja auch mit uns auf. Es ist nicht so, dass die Gegenseite immer in der unteren Dimension haften bleibt, sondern sie kann bis zu einem gewissen Maß mit uns aufsteigen. Nicht bis zum Schluss, aber vierte und fünfte Dimension auf jeden Fall. Es ist leider so. Und deswegen passt sich die Gegenseite dann uns an, ja. Das heißt, das kann man genau feststellen, weil die Angriffe, die jetzt die letzten 2 Jahre stattgefunden haben, das waren die Angriffe auf die Freiheit über die Angst. Und das ist ein geistiger Angriff. Das ist nicht mehr körperlich, so wie das früher war. Es ist ein geistiger Angriff und einfach um die Menschen dazu zu bringen, materialistisch zu sein, um zu konsumieren, um sich alles gefallen zu lassen, was von oben diktiert wird. Also Freiheit ade sozusagen. So, und was machen die jetzt mit diesem Filter, mit diesem digitalen Peaks-Filter, der da erstellt wird? Die finden also jetzt heraus, wer ist erwacht. Dann kann man das Verhalten dieser erwachten Menschen beobachten und sich den nächsten Schritt überlegen. Wie können wir die erwachten Menschen auch dazu bringen, so zu sein wie diese nicht erwachten? Also wie können wir diese Menschen auch kontrollieren? Sie werden sich etwas überlegen, was die erwachten Menschen erschüttern soll, was die erwachten Menschen aus ihrer Mitte bringen soll. Das wird der nächste Schritt sein. Das dauert noch, der wird nicht dieses Jahr kommen, aber das wird der nächste Schritt sein. Denn das Ziel der Gegenseite ist ja, die komplette Menschheit zu kontrollieren und in der Macht zu haben. Das heißt für uns, da wir das ja jetzt wissen, dass wir uns jetzt schon darauf einstellen können und uns in unserer Spiritualität festigen, ganz stark werden. Das ist so für mich die Schlussfolgerung. Wer damit mit mir resoniert, für wem das schlüssig ist, dem kann ich nur ermuntern, meditiert, verbindet euch mit Gott, mit dem Gebet, sorgt für euch jeden Tag. Und die anderen, denn ich glaube ja nicht, dass alle Menschen jetzt mit mir einer Meinung sind, das kann man schlecht erreichen, aber ihr solltet euch auf jeden Fall genau überlegen, ist es stimmig jetzt für mich, was die Nirjana heute erzählt? Ihr solltet für euch prüfen, ob das für euch die Wahrheit ist und dann könnt ihr euch entsprechend in eurem Leben organisieren. Das ist mir wichtig. Und die andere Seite, sie wird immer wieder Punkte suchen, um uns anzugreifen, denn ein spirituell erwachter Mensch ist gefährlich in den Augen der anderen. Er ist gefährlich, weil er ist ja nicht beeinflussbar. Und er trägt so viel Licht und Liebe auf die Erde und das Licht kann sich ja dadurch verbreiten. Mehr brauchen wir spirituellen Menschen nicht zu tun. Und das weiß die Gegenseite. Und was auch noch eine Rolle spielt, dass diese Gruppe der Gepieksten so stark beeinflusst ist, dass sie sogar die Nicht-Gepieksten angreifen würde. Oder, also es geschieht ja teilweise schon, indem dann gefragt wird, ja, bist du schon gepiekst? Hast du einen Piekspass oder so? Und dann musst du dir als Nicht-Gepiekster schon überlegen, was du sagst. Du solltest dir genau deine Antwort überlegen, um das erstmal still zu halten, um nicht aufzufallen. Denn es geht darum, nicht aufzufallen.
Das ist ganz wichtig. Umso mehr Kraft haben wir, wenn wir nicht so sehr auffallen. Dennoch poste ich dieses Video, weil ich möchte, dass die Menschen das wissen. Ich werde auch auf Telegram nochmals darüber sagen. Da kann ich ja dann ein bisschen freier sprechen. Und übrigens, der Link ist unter dem Video. So kommt ihr zu meiner Telegram-Gruppe. Dort findet ihr auch die Smarana-Partner. Und da kommt also über die Tagessätze, über die Tagesimpulse, die Tagesenergien ganz viel wundervolle Liebesenergie in diesen Kanal und in die Gruppe zu den Menschen. Wir haben dort auch einen Chat, wo man sich gegenseitig austauschen kann und unterstützen kann. Genauso wie auf unseren 24 Stunden, 7 Tage Livestream für die Kanalmitglieder, für die Abonnenten, für alle Menschen. Ich habe mich gerade versprochen, ich wollte eigentlich sagen, für alle Menschen von euch, ist dieser Livestream 24 Stunden jeden Tag offen und da senden wir Frequenzen der Liebe, der Heilung, des Friedens und der Kraft. Das ist jetzt mein Beitrag, um einfach die Energie hochzuhalten. Je höher die Energie ist, umso schwieriger ist es für die Dunkelheit, dort anzugreifen. Also ihr müsst einfach für euch herausfinden, wie passt es für mich und schließe ich mich der Gruppe an, denn es ist wichtig, je mehr wir sind, umso einfacher ist alles. Ihr wisst ja vielleicht auch, dass es, wenn du jetzt rausgehst abends, ist es alles anders als vorher. Es ist nicht mehr, es stimmt wirklich, was damals gesagt wurde in der Regierung. Mir fällt jetzt gerade noch ein Zitat ein von Madonna. Madonna gilt ja als die Hohepriesterin der negativen Seite. Und sie singt in einem Lied: Du wirst aufwachen, you will wake up, but a little bit too late, aber ein bisschen zu spät. Also sie singt, du wirst aufwachen, ja, aber leider ein kleines bisschen zu spät. Das heißt, wenn es schon alles gemacht wurde. Und das ist es, was die anderen planen. Also seid wachsam, lasst euch nicht einfangen, werdet euch eurer Kraft bewusst, die sich in euch, in jedem Menschen befindet. Lasst sie euch nicht nehmen, sondern überlegt, wo greift mich die Agenda an? Wo bin ich verletzlich? Wo bin ich nicht gesichert? Wo bin ich in meiner Freiheit? Und es ist wichtig, dass wir uns tatsächlich so etwas nicht gefallen lassen. Denn es kann nicht so weitergehen. Wir haben alle gewusst, wenn diese Übergangszeit kommt, in der wir uns jetzt befinden, die wird heftig werden. Aber niemand konnte sich das so vorstellen, wie es jetzt eben ist. Und niemand, ich auch nicht, konnte sich vorstellen, wie leicht die Menschen doch zu beeinflussen sind. Wie leicht doch über die Angst so viel Panik ausgebreitet wird. Ja, so viel Panik vor etwas, was früher ohne das Internet ja gar nicht möglich gewesen wäre. Das Internet hat zwei Seiten. Auf der einen Seite verbreiten sich die Nachrichten schnell, das heißt sowohl die guten als auch die schlechten. Und dadurch wird so viel aufgepauscht. Und auch diese Angst konnte dadurch noch viel intensiver ausgelöst werden. Dieser Druck, sich pieksen zu lassen. Ich spreche jetzt gar nicht davon, ob die Piekserei gut ist oder schlecht ist, sondern ich spreche nur von dem Hintergrund der Kontrolle. Ja, die könnten euch auch Wasser einpieksen. Es wäre völlig egal. Es geht nicht um das Pieksen, es geht um die Kontrolle, um zu wissen, wer ist nicht erwacht, den können wir beeinflussen und wer ist erwacht, wer ist der Neinsager. Und dann wird man das analysieren und dann wird man neue gefährliche Dinge konstruieren, um die Lichtarbeiter, die Erwachten einzufangen. Aber es ist, wie gesagt, für einen Lichtarbeiter nicht das Problem. Weil daran wird die Agenda scheitern. Wir sind mit Gott verbunden. Wir tragen das Licht in uns. Und darum geht es. Und
Ich für meinen Teil, ich unterstütze alle Menschen, wo ich nur kann, einfach dieses Licht weiterzutragen und die Liebe zu fühlen. Und das ist die Wahrheit, denn die Liebe ist die stärkste Kraft. Und alles, was mit Liebe gebaut ist, das wird weiterhin bestehen. Und alles, was auf Lügen aufgebaut ist, also das ganze Konstrukt, was hier uns vorgeführt wird, das wird zusammenbrechen. Wenn das soweit ist, wissen wir noch nicht. Da gibt es vorher noch Kämpfe. Ja, meine Lieben, das ist im Moment die Sachlage. Und ich freue mich, dass du da bist. Ich freue mich auch auf alle, die nach Marburg kommen werden, um mich persönlich kennenzulernen, denn dort werden wir intensiv für die Kraft der Lichtarbeit zusammenwirken. Wir werden die Erde unterstützen und wir werden das Licht vergrößern und ganz viel Heilung auch überbringen. Und jetzt mache ich mit euch noch eine schöne geführte Meditation, um einfach wieder das Gleichgewicht herzustellen und um uns zu stärken. Ich weiß bis jetzt noch nicht, was ich channeln werde, wen ich channeln werde. Das werde ich jetzt gleich bei der Einstimmung tun. Total spannend. Ja, ich wünsche euch viel Vergnügen und ich nehme jetzt mal die neue Zeit mit Smarana, der Liebe Gottes, der Nähe Gottes und mit meinem Ursprungslicht. Denn ich finde, es ist immer auch wichtig, sich mit seinem Ursprung zu verbinden. Und jetzt kommt schon die Botschaft, was wir machen werden. Wir werden mit den hohen Räten des weißen Lichtes in unsere Ursprungsenergie eintauchen. Ich wünsche euch ganz viel Freude mit dieser Meditation und Botschaft. Bis gleich. Ich rufe die Energie des Schutzes für meinen Kanal und wer von euch die Energie des Schutzes möchte, darf dies jetzt auch tun. Geliebter Mensch, mit großer Freude kann ich fühlen, dass dich deine Seele heute hierher geführt hat. Denn all das, was jetzt in dieser Botschaft zu dir fließen wird, ist die Unterstützung für dein Leben, für dein Wirken, für dein Wohlergehen. Und so bitte ich dich auch, dich so tief wie es geht fallen zu lassen. Und so rufe ich nun die Energie der hohen Räte des weißen Lichtes und sofort in diesem Moment strömt die Energie hier in diesen Raum ein und auch bei dir zu Hause in deinen Raum begeben sich die Lichter der hohen Räte des weißen Lichtes. Sie reichen dir ihre Hände und sie schauen dir ganz tief in deine Augen. In diesem Moment spürst du, wie die Liebe dich durchfließt. Denn es ist die Liebe aus den Smarana-Feldern, in Gottes Gedankenfeldern. Diese Liebe fließt jetzt durch dich hindurch. Und wenn du magst, dann öffnest du nun dein Herz so weit, wie du kannst.
und lass dieses Licht in dich hineinfließen. Lasse dieses Licht von deinem Herzen in deine Seele fließen und in deinen Geist. Es ist es das Licht der Liebe, welches direkt von Gott zu dir fließt. Die hohen Räte des weißen Lichtes nicken mit ihren Köpfen und sie lächeln dich weiter an, denn sie möchten dich einladen in das Feld deiner Herkunft, deiner Ursprungsenergie einzutauchen, um dort deine Matrix zu kräftigen, um dort deine ganze Essenz mit der ursprünglichsten Liebe und Kraft aufzubauen, zu erneuern, um das zu erneuern, wo du mehr Kraft brauchst, wo du Unterstützung brauchst. All dies wird heute für dich geschehen. Und wenn du einverstanden bist, dann wird dich deine Seele tragen in diese Felder deiner Herkunft. Es geschieht wie von ganz allein über die Linien der Zeit, wirst du getragen, direkt in deine eigene persönliche Energie. Und mit einem Atemzug tauchst du nun in diese Energie hinein. Fühle die ursprünglichste Kraft der Liebe. Fühle deine eigene ursprünglichste Kraft, deine Essenz. Denn hier, an diesem Platz, berührst du mit deiner Seele deine Ursprungskraft. Und die Energien, die fließen in dich hinein. Sie verbinden deine ursprüngliche Kraft mit der allgegenwärtigen Kraft. Sie erneuern all das, was erneuert werden kann. Die Energien reparieren die Schwachstellen in deiner Matrix, die Schwachstellen in deiner Essenz. Und so fließt die Liebe durch dich hindurch und heilt und kräftigt und trägt, wo es für dich wichtig ist. Gib dir die Erlaubnis, dass die Energien so tief wie möglich für dich wirken können. Erlaube dir eine große Stärkung und Heilung zu empfangen. Das Feld deines Ursprungs ist dein Ankerpunkt im Universum. Dort sind deine Wurzeln. Und dort kannst du immer wieder zurückkommen und dich neu mit Energie auftanken.
Denn die Aufgabe, welche du übernommen hast, um auf der Erde zu wirken, ist eine sehr große Aufgabe. Und damit du dies gut tun kannst, wird dich die geistige Welt immer unterstützen. Und so nimm noch einmal einen tiefen Atemzug aus dieser Kraft, aus deiner Ursprünglichkeit und spüre, wie sich diese Kraft nun in dir etabliert. Die Räte des weißen Lichtes halten dich und schützen dich. Denn es ist wichtig, dass du heute hierher gekommen bist und sie lächeln dich wieder an mit einem wissenden Blick und sie sagen dir, dass sie dich so sehr lieben und dass sie immer für dich da sind. Und so trägt dich deine Seele wieder sanft und gut beschützt in das Hier und Jetzt zurück. Und wenn du wieder im Hier und Jetzt bist, darfst du dich bedanken bei den hohen Räten des weißen Lichtes für alles, was heute getan wurde. Und auch bei deiner Seele bedanken, denn du hast dir selbst ein sehr großes Geschenk gemacht. Und dann komme in deiner eigenen Geschwindigkeit, so wie es sich gut fühlt, langsam wieder in das Hier und Jetzt zurück. Bewege deine Hände und Füße, öffne deine Augen und sei wieder ganz hier. Ihr Lieben, ich wünsche euch allen einen wundervollen Tag und nutzt die Botschaft der Räte des weißen Lichtes, um euch immer wieder aufzutanken und Kraft zu holen für das, was uns hier alles noch erwarten wird. Ich freue mich, dass ihr da wart und ich umarme euch. Ein Küsschen von mir und bis zum nächsten Mal. Some